Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch die Oktober Glossy Box, denn die Oktober Glossy Box ist bei mir angekommen. Und ich freue mich auf die Produkte, die hier drin sind, denn ich weiß ehrlich gesagt gar nicht noch, was hier drin ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Die Glossy Box kam wieder in so einem schwarzen Karton an. Ich zeige euch mal, das ist jetzt eine ganz normale Glossy Box, die normalerweise auch in Pink ist. Dann würde ich sagen, fangen wir an, diese Glossy Box anzuboxen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du es sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich von Herzen sehr freuen. Und falls du noch an meinen Verlosungen noch gar nicht teilgenommen hast oder noch gar nicht weißt, dass ich Verlosungen am Laufen habe, habe ich dir hier oben einmal die Videos verlinkt, wo ich eine Verlosung gestartet habe. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video. So, als erstes, was wir in der Glossy Box immer drin haben, sind ein paar Rabatte oder auch einfach Werbung. Hier habe ich etwas von Rituals. Dann habe ich hier von Naked, von HelloFresh und ein Rabatt auf Adventskalender. Aber ich habe, glaube ich, schon genug Adventskalender. Wie gesagt, die Glossy Box schaut so aus. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. So schaut es einmal aus, ganz normal in Pink. Wir haben hier einmal die Box. Die schaut hier immer so aus. Das finde ich immer sehr cool, dieses Design hier. Das finde ich so, 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 so schön. Und dann gucken wir einmal in das Glossy Box Magazin. Hier in diesem Glossy Box Magazin stehen nämlich immer die Sachen drin, die hier drin sein könnten. Der Preis ist mit dabei, somit kann ich den euch einblenden. So, ich lese euch jetzt einmal vor, was hier in dem Heftchen vorne drin steht. Und zwar ist Creme de la Creme Edition die Motto, also das Motto dieser Glossy Box. Und zwar, was heißt Beauty Auszeit in Glossy Sprache übersetzt? Die beste Freundin schnappen und in das schönste Hotel mit dem besten Wellnessbereich der Stadt einchecken. Deine Glossy Box Creme de la Creme einpacken und das, was du sonst noch für deinen erholsamen Wellness Trip brauchst. Sich nach dem Einchecken direkt auf das luxuriöse King Size Bett fallen lassen und das gemeinsame Unboxing genießen. Der Rest ist dir überlassen. Nutze die wertvolle gemeinsame Zeit, um den Alltag zu vergessen, dich von Kopf bis Fuß zu verwöhnen und die Vorzüge der Pflege-Must-Haves aus Glossy Box zu testen. Auf dich wartet die Creme de la Creme, ausgewählte Essentials, die nicht nur dein Body, sondern auch deiner Seele gut tun, denn sie machen deine Haut noch ein wenig geschmeidiger, dein Haar glänzender und dein Gesicht strahlender. Da strahlt das Herz gleich mit. Welches Produkt wird es diesmal an die Spitze deiner persönlichen Bestenliste schaffen? Verrate uns deine Meinung, teile deine Begeisterung oder auch Kritik mit uns. Doch hast du unseren Oktober-Beauty-Tipp umgesetzt, in ein Hotel eingecheckt oder es dir einfach in deinem eigenen Badezimmer gemütlich gemacht und dabei noch ein cooles Unboxing-Bild entstanden? Zeig es uns und der Welt der Social Media unter den Hashtag Glossybox.de. Wer die Glossybox noch nicht kennt, die Glossybox ist eine Beautybox. Die kannst du in verschiedenen Variationen abonnieren. Du kannst dir eine einzelne Box kaufen. Du kannst dir aber auch natürlich ein 3-Monats-, ein 6-Monate- und ich glaube ein Jahresabo abschließen. Da bezahlst du auch natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel für ein Jahr abonnierst, sparst du natürlich mehr, als wenn du jeden Monat eine einzelne Box kaufen würdest. So würde ich das jetzt beschreiben. Dann haben wir hier einmal die Box. Die machen wir mal eben auf. So schaut einmal der Inhalt auf den ersten Blick aus. Dann fangen wir an mit dem ersten Produkt, was ich hier habe. Und zwar habe ich hier von Rituals ein Parfüm. Dann gucken wir mal in das schlaue Heftchen rein, weil hier ist alles auf irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehe. Das ist ein Raumspray. Ein luxuriöser Raumspray. So schaut er übrigens aus. Den habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. So schaut der einmal aus, der Raumspray. Ich gucke mal, wie das so riecht. Der riecht aber ganz gut, aber irgendwie ein bisschen nach Orange, oder?
Das nächste Produkt, was ich hier habe, ist von Kneipp eine Wirkdusche Goodbye Stress. Wasserminze und Rosmarin. Das ist eine Dusche. 250 ml von Kneipp. So schaut es einmal aus. Mega cool. Dann gucke ich auch mal sofort, wie das riecht. Das riecht richtig, richtig frisch auf jeden Fall. So, dann als nächstes habe ich hier etwas von Barbour. Und zwar ist das Hip Hip Hydra. Eine intensive Feuchtigkeit Pflege. Ich zeige euch einmal die Verpackung. So schaut es einmal aus. Und zwar sind hier Ampullen drin. Diese Ampullen unterstützen die Funktion der Hautbarriere und pflegen deine Haut geschmeidig weich. Könnte ich dann eigentlich ausprobieren, oder? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ob Barbour generell für ältere Menschen sind oder diese eine Box, die ich ja hatte. Da hatte jemand unter meinen Kommentar geschrieben, warum ich mir die Box überhaupt bestellt habe, wenn das so für ältere Leute sind, so die Produkte, so gesagt. Und da würde ich euch gerne fragen, ob ihr mir das antrauen würdet, dass ich das benutzen kann. Ich lese euch mal vor, was hier so drinne steht, beziehungsweise draufsteht. Und zwar ist es Wirkstoffkonzentrat für feuchtigkeitsarme, trockene Haut. Ein Komplex mit Hyaluronsäure und einem pflanzlichen Moisturizer. Spricht man das so aus? Spendet intensiv Feuchtigkeit. Ergebnis, die Haut ist erfrischt und gut durchgefeuchtet. Hier sind übrigens 7 Ampullen drin. Mal gucken, ob ich das benutzen werde oder einfach weitergeben werde. Als nächstes Produkt habe ich hier von Schwarzkopf Glisskur, ein Hair Repair, ein Ultimate Repair Hair Spa. Dreimal flüssiges Keratin und angereichert mit botanischem Puder für geglättete Haarstruktur und Intensivpflege zum Ausspülen. Für sehr geschädigtes und trockenes Haar. So schaut das einmal aus. Mega cool, das Produkt bestimmt. Ich habe zwar jetzt nicht so krass geschädigtes Haar, aber meine Haare sind jetzt im Moment ganz okay. So, als nächstes habe ich hier von... Kann ich nicht aussprechen. Ich gucke mal eben nach. Ich kann die Marke zwar nicht aussprechen, aber hier steht auch etwas auf Deutsch. Und zwar ist es ein Lifting Augenbalsam, das Augenbalsam. Und zwar dieses Produktchen hier. So schaut das einmal aus. Ich lese mal vor, was das überhaupt machen soll. Egal welches Produkt dieser beliebten Marke du aufträgst, du wirst dich immer besonders fühlen. Das parfümfreie Augenbalsam wirkt liftend sowie glättend auf deine Augenkonturen. Tränensäcke, ade. Dein Blick ist erholter und strahlt jugendlicher. Das Beste, es funktioniert auch für die Lippenkonturen. So, und die beiden letzten Produkte, warum auch immer, habe ich hier von Shavens die Aktivkohle Multi-Masking. 2-in-1 reinigt tiefenwirksam, beugt Unreinheiten vor und reduziert Hautglanz. Davon habe ich nämlich 2 Stück hier drin. Und ich kann mich dran erinnern, ich habe diese Masken schon mal in der Glossy Box drin gehabt. Und zwar nur eine und diesmal habe ich einfach 2 da drin. Das ist natürlich sehr einfallsreich, Glossy Box. Ja, und das war es eigentlich schon mit der Glossy Box. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Glossy Boxen immer schlechter werden, weil immer so manchmal krass unnötige Produkte drin sind. Und klar, Duschgel, das kannst du überall reintun. Duschgel kannst du dir auch selber kaufen. Ein Raumparfüm kannst du dir auch selber kaufen. Zwar, klar, für die Haare, das kauft man sich auch nicht immer. Man probiert ja nicht das aus, was man nicht gerne testen möchte, sondern lässt es sich lieber zuschicken. Ja, und die Masken, die hatte ich halt eben schon, ne? Ja, und mit dem Augenlifting oder was auch immer das jetzt nochmal war, ja, ist halt nicht so mein Fall, ne? Ja, ich weiß, Leute, ich meckere immer, aber ihr müsst auch verstehen,
Stellt euch mal vor, ihr kriegt so eine Box zugeschickt und ihr denkt, oh, da sind jetzt voll die coolen Produkte drin, die ich mal austesten kann. Aber was willst du davon großartig testen? Ich meine, klar, für die Haare kannst du das austesten. Für den Raumspray, es ist da und ist dann weg. Klar, du kannst auch duschen gehen, aber du hast auch selber bestimmt Duschgel zu Hause. Und die Maske, naja, ich bin nicht wirklich begeistert von der Box. Ja, und die Ampullen, wie gesagt, ist halt auch nicht jedermanns Sache. Naja, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Und wenn es dem so ist, dann würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Warte, was hatte ich denn hier aufgeschrieben? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Glossybox-Unboxing-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf der anderen Seite ein weiteres Video von mir. Und hier oben, wenn du möchtest und es das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal hier oben kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!